über ein paar Maßnahmen sprechen, die wir dann auch in unser Stadtentwicklungskonzept mit einbringen wollen. Wir haben also für diejenigen, die dann vielleicht irgendwie zwischendurch noch irgendwo abbiegen wollen, auch jederzeit die Möglichkeit, online über unsere Internetseite auch noch viele Wochen hin entsprechende Hinweise geben zu können. Aber für uns ist es eben ganz wichtig, mit den Anwohnern hier mit Blick ins Gelände über Dinge zu sprechen, die wichtig erscheinen, die wichtig sind, die wir natürlich auch dann entsprechend in eine Strategie gießen müssen, mit Prioritäten hinterlegen müssen. Alles, was wir aufnehmen, nehmen wir auf. Wir nehmen Hinweise, Kritik, aber auch Lob gerne auf, genauso wie auf unserer Internetseite auch. Und werten das Ganze dann in der ersten Jahreshälfte aus, stricken da eine Strategie draus. Da werden noch viele Workshops dann entsprechend hinten mit angestellt sein. Gut, uns ist aber allen klar, ja, es ist die Grundlage auch für zukünftige Fördermittelprojekte und die Akquise von Fördermitteln. Aber wir reden immer noch von sehr, sehr hohem Bedarf an der einen oder anderen Stelle und von knappen Mitteln, landesweit, bundesweit, europaweit. So dass wir hier tatsächlich nicht die Hoffnung machen, dass alles aus Gold gemacht wird, was wir besprechen und was wir uns wünschen, dass das auch ein langjähriges Projekt ist. Unser Stadtentwicklungskonzept hat eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Das alte Stadtentwicklungskonzept ist schon über 20 Jahre alt, das müssen wir auch sagen. Und daher ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, aber ich möchte nicht die Hoffnung machen, dass alles erfüllt wird. Aber wir haben die ersten Erfolge im Stadtteil Hasserode auch schon mit unserem Stadtteilentwicklungskonzept Hasserode gemacht, indem wir da jetzt auch siebenstellige Summen insgesamt vom Fördermittelgeber per Bescheid zugesagt bekommen haben. Das geht in Infrastrukturmaßnahmen, in Gehwege und alles. Das, was wir heute vielleicht auch besprechen für andere Stadtteile. So, Frau Mudrow, damit übergebe ich an Sie. Danke. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich über jeden, der sich heute da früh dazu entschieden hat, uns zu begleiten und sich auch zu beteiligen, seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Das freut mich. Das zeigt mir auch, dass unsere Werbung Resonanz zeigt. Und genau, mein Name ist Caroline Mudrow aus dem Stadtplanungsamt und bin eine von einigen Mitarbeitern, die eben an dem Konzept arbeiten, und freue mich heute in die Runde zu starten mit Ihnen hier im Harzblick. Das bisherige Stadtentwicklungskonzept, so ehrlich wollen wir ja auch sein, ist ja jetzt nicht so, dass wir das komplett in Papierkorb schmeißen, sondern es wird ja im Wesentlichen auch fortgeschrieben. Wir bauen darauf auf. Es sind einige Ziele, die damals benannt wurden, die wir erreicht haben. Es sind aber mit Sicherheit auch einige Punkte, die noch offen sind, die wir noch konkretisieren müssen, wo wir vielleicht neue Maßeinheiten in der Zielsetzung dran setzen müssen. Und es sind vielleicht auch Ziele mit dabei gewesen, die nie erreicht werden, weil sie vielleicht zu damaligen Zeitpunkt als Wunschvorstellung da waren, aber im Laufe der Zeit mit neuen Erkenntnissen dann gar nicht mehr so realistisch sind. Und die Gründe, weshalb Dinge umgesetzt werden oder auch nicht in Begleitung durch die Stadt Wernigerode, können natürlich sehr vielfältig sein. Die beiden sind vom Planungsbüro mit dabei. Vielleicht sagen Sie noch zu Ihrem Auftrag noch ein bisschen was. Mein Name ist Martin Helrige, das ist der Kollege Maximilian Miebs. Wir kommen beide von der ZIMA Beratung und Management GmbH aus Lübeck. Das eine ist, Sie sehen, Herr Miebs ist mit einem Stift und Papier bewaffnet, und all das, was wir hier heute zusammentragen werden, wird er aufschreiben, wird ein Protokoll verfassen. Dieses Protokoll wird für jeden von Ihnen zugänglich sein. Wir finden, wo finden Sie das? Sie finden das auf dieser Internetseite, die ja auch auf dem Flyer drauf war, also über das Beteiligungsportal wernigerode-gestalten.de. Das, gucken Sie bitte nicht direkt morgen, wo ist das Protokoll, geben Sie uns eine kleine Chance, es zu verfassen, sage ich mal. Aber dann sollte es da sein, und sollten wir im Protokoll was vergessen haben, nicht ausreichend gewürdigt haben, einfach kurz Bescheid sagen, dann würden wir das entsprechend ergänzen. Das Gleiche gilt, was Herr Kramer auch gerade sagte. Geht mir nicht anders, wenn man bei solchen Veranstaltungen war und im Nachgang dann vielleicht mit der Nachbarin oder der Mitbewohnerin oder der Frau oder wem auch immer redet, dann fällt einem ein, ach Mist, das hätte ich eigentlich auch noch sagen können, habe ich aber vergessen. Dann nutzen Sie bitte gerne die Möglichkeit, über dieses Internetportal Dinge noch nachzutragen. Das wird noch eine ganze Weile online geschaltet sein. Und diejenigen, die sagen, ach, dieses Ganze, also das können Sie via Computer, via Smartphone, wie auch immer Sie das gerne möchten. Aber wenn Sie dann sagen, nee, dieses neumodische Technikzeug ist nichts für mich, die soll es auch noch geben. Auf dem Flyer finden Sie auch unsere Postadresse. Sie finden auch noch mal die Adresse der Verwaltung. Dann schreiben Sie es uns einfach. Also auch das ist eine Möglichkeit, wenn Sie sagen, der Weg ist mir lieber. Stadtentwicklung ist ein Prozess, wie schon gesagt wurde, der über 15, 20 Jahre wirken soll. Nicht alles kann vorhergesagt werden, und wir leben im Moment, muss man einfach sagen, auch in Zeiten, die vielleicht so, ja, wie soll ich das sagen, fragil sind, wie schon lange nicht mehr. Also wir haben Themen wie Verkehrswende, Energiewende, demografischer Wandel, Digitalisierung. Das sind natürlich alles Dinge,
die Stadt ganz schön verändern und auch Wernigerode ganz schön verändern können, ohne dass einer von uns, glaube ich, sich hier herausnimmt, schon genau zu wissen, wo die Reise hingeht. Wir müssen einfach so gut es geht Lösungswege vordenken, an den Potenzialen entdecken, wie wir diesen Herausforderungen begegnen können. Und dafür ist es für uns auch wichtig, eben die Maßnahmen zu identifizieren, die aus ihrer Sicht wirklich wichtig sind, wo wir sagen können, wenn wir da was erreichen könnten, dann würden wir schon was in Bewegung setzen. Und das kriegen wir am besten, dieses Gespür für solche Weichenstellungen, wenn wir mit ihnen reden und sie sich einbringen. Also deswegen einfach von meiner Seite die Ermutigung, das nicht nur heute zu tun, sondern gerne auch vielfältig im weiteren Prozess. Das hat natürlich immer Beigeschmack, wenn wir seitens der Stadtplanung oder auch politisch gesehen über die Entwicklung von neuen Gewerbe- und Industriegebieten sprechen, wenn wir so eine Einzelfälle zum Glück, aber immerhin ist es auch eine nennenswerte Fläche im Leerstand haben, wo es im Grunde genommen nur daran liegt. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen, aber wenn das Ding zurückgebaut werden könnte und dann baureifes Land ist, sieht das ganz anders aus mit der Ansiedlung von Gewerbetreibenden. Auf der jetzigen Internetseite wernigerode-gestalten.de hat jemand auch eingetragen, dass IGZ heißt es, glaube ich, richtig, dass das sehr gut angenommen wird und hat dort den Kommentar hinterlassen, dass es durchaus mehrere solcher Projekte geben sollte. Was dann immer ein bisschen bedauerlich ist, weil es doch den einen oder anderen Gründer gibt, auch mit denen, der dann auf uns zukommt, der sagt, Mensch, beim IGZ ist voll, könnt ihr mich unterstützen in dieser Gründungsphase in den ersten Jahren, dass ich da bezahlbare Bürofläche kriege. Das ist tatsächlich der Fall. Das können wir wieder schwer einschätzen tatsächlich. Dann lohnt einen ganz neuen Komplex dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Frage, die gilt es zu beantworten. Aber das nehmen wir erstmal mit. Abseits dieses Sonderfalles IGZ, sage ich mal, Gewerbeflächenanfragen in der Stadt, Bedarfe an neuen Gewerbeflächen, ob jetzt im Bestand oder durch Neuausweisung, wie ist da die Situation, wie wird die eingeschätzt? Also seitens der Stadtverwaltung können wir bestätigen, dass da eine rege Nachfrage ist. Im Moment ziemlich viel, was den medizinischen Bereich angeht tatsächlich. Ja. Also weniger industriell, sondern nicht störendes Gewerbe. Was Arztpraxen angeht, das wissen wir auch, sind auch schon viele Neubauvorhaben mit dabei. Kieferchirurgen fragen regelmäßig bei uns an mit den Überweisungen und alles, was mit Altenpflege zu tun hat, ist ein Riesenthema. Okay. Ja. Aber wir merken eben auch, dass auch Bestandsansiedlungen mit Blick auf Mobilitätswende, wir haben ja ziemlich viel Automobilzulieferer, ja. Jetzt auch umschwenken und auf die Elektromobilität als Zulieferer. Und wenn es nur die Batteriekästen sind, die da irgendwo mitproduziert werden, Flächen suchen, um sich zu erweitern, weil sie zum Beispiel an diesen Standorten keine Möglichkeit mehr haben zu wachsen oder anzubauen und deswegen an anderen Stellen dann in Wernigerode auch nachfragen. Ja. Wir haben ja ein Gewerbeindustriegebiet, was noch nicht ganz belegt ist, wo viele Gespräche geführt werden, aber es sind gerade hier, und deswegen ist das hochinteressant, auch die hier angesiedelten Firmen, wo wir uns vor einem Jahr noch große Sorgen gemacht haben, Mensch, mit Mobilitätswende und sind ja nun Motorenwerker und viele Metallbuden und die kamen dann erfreulicherweise auf uns auch zu und haben angefragt, Mensch, wir wollen erweitern, wo können wir? Ja, und das Gleiche gilt auch für Tischlereibetriebe und ähnliche, die gerade Fensterbauer ganz, ganz groß im Kommen, die anfragen. Ja. Also wirklich sehr breit gestreut, sag ich mal, von der Produktion bis zur Handwerksleistung. Genau. Ja. Und das ist für mich zumindest erfreulicherweise auch zumindest in unserer Wahrnehmung so der Mittelstand, also die kleinen und mittelständigen Unternehmen, die uns anfragen und die wachsen wollen. Ja.